Heute erklären wir dir einfach und schnell, wie du auf- und abrunden kannst. Zuerst erklären wir dir die Grundlagen. Bei 0, 1, 2, 3 und 4 wird abgerundet. Bei 5, 6, 7, 8 und 9 wird aufgerundet. Du kannst auch auf Hunderter, Tausender und Zehntausender runden. Dort achtest du einfach auf eine andere Zahl. Umso größer die Zahl, umso weiter musst du nach vorn rücken. Um dies zu erklären, habe ich ein Beispiel vorbereitet. Tom, ich bin wieder da. Würdest du jetzt bitte dein Handy ausmachen? Ja, mache ich, aber kann ich noch 8 Minuten haben? Ist mir doch jetzt egal. Du kannst von mir aus auch aufrunden. Okay, dann 10 Minuten. Nach 8 Minuten. Tom, wie viel Zeit hast du noch? Ich glaube noch 2 Minuten. Ja, könntest du jetzt bitte abrunden, weil ich bin echt müde. Ja, okay. Gute Nacht. Tom ist auf dem Markt mit seiner Mutter und sieht ein neues Handy. Mama, Mama, guck mal! Was ist denn, Tom? Guck mal dieses Handy an, das ist das Neueste, das muss ich haben! Wie viel kostet es denn? 1400 Euro. So viel? Also ich kauf's dir nicht. Aber Mama, ich habe gehört, dass es einen Markt gibt, wo wenn du abrundest, es weniger kostet. Also nur 1000 Euro. Ja, okay, lass uns da hingehen. Dann kann ich mir ja nochmal überlegen, ob ich es dir kaufe.